Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dass eine schmutzige Schule nicht gut für die Lernbereitschaft und das Erreichen bester Leistungen ist, ist wohl klar. Und dass eine schmutzige Schule auf Dauer krank machen kann, auch. Es gibt mittlerweile Schulen, bei denen das Gesundheitsamt klären muss, ob ein Schulbesuch nicht akut gesundheitsgefährdend ist. Seit Weihnachten 2012 erreichen uns Abgeordnete immer wieder Wunschzettel des Landeselternausschusses, in denen sie um Unterstützung bitten, in denen wir zum Beispiel Fotos von Toiletten sehen können, die in jeder Gaststätte zur sofortigen Schließung führen würden. Und wenn dann aus der Senatsverwaltung darauf angesprochen die Antwort kommt, die Schüler sollen da ja auch nicht essen, dann spricht das natürlich Bände. Zu solchen Zuständen bei Toiletten, zu aufsteigender Nässe in Wänden, zu ständig unter Wasser stehenden Kellerräumen, die in der Regel mit dem sogenannten Sanierungsstau verbunden sind, kommt nun hinzu, dass in vielen Schulen nicht mehr gründlich sauber gemacht wird. Und bekanntermaßen neigen viele Menschen, auch Schülerinnen und Schüler, dazu, in einem schmutzigen Umfeld mit dem eigenen Verhalten es auch nicht so ganz genau zu nehmen. Die Ursachen für die auch in der Begründung zum vorliegenden Antrag beschriebene Situation sind bekannt. Und die möchte ich hier noch mal äußerst dick unterstreichen. Die Bezirke sind durch den Spardruck des Senats gezwungen, den billigsten Anbieter zu nehmen, der dann verspricht, Mindestanforderungen zu erfüllen. Und die Folge sind ein starker Druck auf die Beschäftigten und oftmals nicht zu schaffende Leistungsvorgaben. Und nicht bekannt ist oft, ob die Reinigungskräfte wirklich nach dem Vergabegesetz bezahlt werden, denn eine Kontrolle, die nach Schätzungen bei 10% liegt und die eine Selbstkontrolle ist, reicht da eben nicht aus. Dafür ist in den Bezirken auch gar kein Personal da, da musste ja abgebaut werden und die drei, ich wiederhole, drei Beschäftigten der Senatsverwaltung, die für die Kontrolle zuständig sind, dürfen aus den Bezirken auch nicht zur Hilfe geholt werden, wenn die Begründung ist, dass die Bezirke es personell nicht schaffen. Ebenso müsste natürlich die Einhaltung des Musterhygieneplans und der DIN-Normen kontrolliert werden. Auch das passiert aus den gleichen Gründen kaum. Die Linksfraktion reichte im November 2011 einen Antrag mit dem Titel Erhöhung des Mindestentgelts und Einrichtung einer Kontrollgruppe ein. Das ist die Drucksache 0032. Überraschenderweise haben SPD und CDU hier keinen Bedarf gesehen und den Antrag abgelehnt. Vielleicht kommen Sie ja jetzt aus Anlass des aktuellen Antrages dazu, darüber nachzudenken und doch Änderungen vorzunehmen. Die Linksfraktion stimmt dem vorliegenden Antrag grundsätzlich zu und sieht eine schnell stattfindende Behandlung in den Ausschüssen als geboten an. Dabei würde mich auch sehr interessieren, und das war, denke ich mal, auch der Anlass für die Einreichung des Antrages jetzt. Kann ja schlecht für die Grünen antworten, die könnten ja dabei nicken oder den Kopf schütteln. Warum der Leiter der AG Schulreinigung in der gemeinsam mit Bezirken, Gebäudereinigungsinnungen und Gewerkschaften erörtert werden sollte, wie es besser werden kann mit der Schulreinigung, diese Arbeitsgruppe am 24. März kurzerhand auflöste. Staatssekretär Marc Rackles hat zwar einen Tag später mitgeteilt, dass der Senat sich nicht aus der Zusammenarbeit bezüglich der AG Schulreinigung zurückzieht, aber da bleiben trotzdem Fragen offen und ich hoffe, dass das schnell geklärt werden kann. Danke.